They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Wo kommt der Schleim denn nur her? Das muss ich mir mal genauer ansehen. In der Moorhöhle gibt's ein zauberhaftes Angebot. Moorfleisch, als wär's von Muttern gekocht. Entschuldigung, aber was ist das? Das? Naja, also das hier ist das absolut hexakulärste Restaurant, das es im ganzen Moor gibt. Schön, aber Sie leiten ja Abwasser in meinen See. Abwasser? Ist nun mal der Preis für gute Geschäfte, kleiner Schwan. Raven, etwas Schreckliches ist passiert. Du musst einen deiner bösen Flüche... Ja, Jess? Du willst, dass ich dir noch mal helfe, nachdem du das Einhorn dazu gebracht hast, uns alle in Untierpflege zu pieksen? So hat Peak Sparkles doch gar nicht. Also, Dex, kannst du mir bitte dringend helfen? Nachdem ihr mir beide meine Brille in einen Doppelsichtzaubertrank geworfen habt? Ach, komm schon, was soll's? Das war lustig. Duchess! Ashlyn, mein See ist in Gefahr. Gut, ich hole Hunter. Toll, ich dachte erst, wieso soll ich Ashlyn denn überhaupt fragen? Komm her! Das war die letzte Eichel, die du je geworfen hast. Und Aufnahme. Nachdem Videoaufzeichnungen über die unhygienischen Zustände in der Küche der Moorhöhle aufgetaucht sind, haben die Gesundheitsbeauftragten von Buchend entdeckt, dass der Moorkönig sein Fett illegal in den nahegelegenen verzauberten See abgelassen hat. Und wer hat das aufgedeckt? Das war ich. Ich habe den See gerettet, und zwar ich allein. Duchess Swan, merkt euch den Namen, Leute. Wie, echt jetzt? Als ob ihr das nicht hättet kommen sehen. Beeilt euch! Die Blüten, die blühen, zerbrechen an ihren Mühlen! Übersetzung, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist denn mit dem Wunderlandhain passiert? Normalerweise ist er so wunderländisch. Dieser Teil des Zauberwaldes ist der Übergang zum Wunderland. Und es ist die Quelle der magischen Verrücktheiten in unserer Welt. Das bedeutet, wenn der Hain seine magische Verrücktheit verliert, dann wird auch in unserer Welt die Magie langsam verschwinden. Aber auf der Ever After geht es doch um Magie. Also was könnten wir tun? Verrückt werden, Leute! Wir geben dem Wunderlandhain wieder neue Kraft, indem wir eine super verrückte Teeparty feiern. Es wird endlich Zeit, verrückt zu werden. Ich check mal meinen Verrücktheitsmeter. Nicht genug. Wir versuchen's besser mit einem Tänzchen. So geht's nicht. Tanzt alle im verrückten Wunderland-Style. Komm schon, Cerise, du kannst uns retten. Ich kann mich nicht sonderlich gut gehen lassen. Warte einen Zauberblick, ich habe eine Idee. Raven, auf keinen Fall. Komm schon, Cerise, vertrau mir. Du setzt dir einfach lächerliche Wolfsohren auf, um witzig zu sein? Schon, Sparrow. Ich will eine echte Herausforderung. Ich wette, dass es dir nicht gelingt, mit dem nächsten Mädchen, das zur Tür reinkommt, ein Date zu bekommen. Okay, abgemacht. Und was wetten wir? Wie wär's damit? Der Verlierer muss die Gymnastikklamotten des Gewinners waschen. Aber erst nach dem Sumpf schwimmen. Abgemacht. Lizzie Hart, bei ihr wirst du geboren. Das Übliche für mich und dasselbe für die Lady. Ab mit dem Schaum!
Würden diese Blumen deine Meinung ändern? Ich habe sie im Licht meiner Zähne wachsen lassen. Ich krieg's hin. Na, was sagst du? Das habe ich gemeint, gerade eben. Was meinst du? Bin ich nicht charmant? Nein, bist du nicht. Aber natürlich bin ich charmant. Weißt du, das sagt ja schon mein Name. Oh, Lizzie! Was? Ich dachte, du hättest vielleicht Lust auf eine Führung durch das Schloss. Auf einen Drachenrücken! Was? Du musst doch zugeben, das war schon ziemlich fabelhaft. Stimmt irgendwas nicht? Ich würde gern mit dir ausgehen, aber ich hatte bisher noch nie ein richtiges Date. Naja, all das, was wir heute gemacht haben, das war im Grunde ja schon ein Date. Ja, und das war wirklich sehr nett. Vielleicht magst du dich ja nochmal mit mir treffen. Können wir das bitte geheim halten? Die künftige Königin der Herzen. Ich glaube, ich habe einen ziemlich verrückten Ruf. Natürlich, ja. Ich werde es keinem erzählen. Ja, so ist gut. Wasch die Klamotten für Sparrow Hood. Ja! Wieder so ein königlicher, zauberhafter Tag. Gut, was soll ich heute Morgen frühstücken? Nun, das nenne ich wirklich ein märchenhaftes Frühstück. Mann, was Apple doch für ein leichtes Leben hat. Irgendjemand kümmert sich ständig um sie. Muss echt schön sein. Zeit für einen neuen typischen Apple-Tag. Na geht schon, ihr Kleinen. Ihr seid sicher. Und nun muss ich dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Hey, das ist meiner. Ich habe den dreifach Abracadabra-Kaffee bestellt. Ja, genau wie Sparrow. Es ist meiner. Es ist meiner. Hey, Jungs. Also, weißt du was? Nimm den Kaffee ruhig. Nein, 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 es ist deiner. Ich glaube, meine Arbeit ist getan. Kann mir mal jemand helfen? Ist da jemand in den Brunnen gefallen, als er versucht hat, ein Eimerchen Wasser hochzuziehen? Ich glaube, meine Krone ist kaputt. Ein Sekündchen. Du hast den Verband perfekt angelegt, Apple. Eine Royal ist stets auf alles gefasst. Hey, Apple, wie war dein Tag? Oh, weißt du... Lass mich raten, ein zauberhafter Royal-Tag. Er war ziemlich exzellent. Oh, ich muss ins Bett. Bis zum magischen Morgen. Gute Nacht, Mitbewohnerin. La, 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 la. Die kleine Bupiep hat ihre Schafe verloren. Sie fressen die Schuhe im gläsernen Schuh auf. Bin schon unterwegs. Seht ihr? Und so wird's gemacht. Als Royal Team Captain und zukünftige Herzkönigin erteile ich euch den Befehl, diese Rebels zu schlagen. Aber wir haben es versucht und sind leider nicht besonders gut. Lizzie, wieso hältst du uns nicht eine richtig königliche Motivationsrede? Okay, spielt besser, oder? Ab mit eurem Kopf! Und Briar, ab mit deinem Kopf! Und Blondie, ab mit... Das ist sowas von nicht genau richtig. Wir hören auf. Ja, ich auch. Dann, Lizzie. Na schön. Hunter, dein Lieblingsessen. Veggie-Burger mit Ohr? Oh. Hä? Lizzie, weißt du, wenn du mehr Freunde finden willst, solltest du vielleicht aufhören, immer so... Entschuldigung, brauchst du noch das Salz? Nein! Weg mit dem Salz! Lizzie... Wieso musst du ständig so schreien? Weil meine Mutter sagt, dass es der einzige Weg ist, über seine Untertanen zu herrschen. Wir sind aber nicht deine Untertanen, sondern deine Freunde. Hey, wann hast du mit deiner Mom gesprochen? Sie hat mir vorher für jeden Tag im gesamten Schuljahr einen Stapel Karten gegeben. Regiere auf meine Art. Ich behalte dich im Auge. Lizzie, eine Royal zu sein, bedeutet nicht unbedingt zu befolgen, was unsere Eltern sagen. Also ich denke, die Einzelheiten bleiben uns überlassen. Meine Mutter hat mir aufgetragen, ihre Worte zu befolgen. Aber sie hat nicht gesagt, in welcher Reihenfolge.
wahre Freunde. Keine Untertanen. Ich werde auf meine Art regieren. Oh. Hey, Mädels. Tja, ich glaube, ich habe euch gegenüber vorhin überreagiert. Könnt ihr mir verzeihen? Aber natürlich. Nimm dir einen Schläger und dann zeigen wir diesen Rebels, wer die Besseren sind. Ab mit ihren Köpfen. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.